So, schönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Ja, Manfred, ich darf dich bitten, kurz ein Statement zum Spiel. Wie bewertest du das 1:1? Zufrieden mit dem Punkt oder wärst du nach diesem Start, hättest du dir mehr erwartet? Ja, wir sind eigentlich unglaublich in das Spiel gestartet, nach 51 Sekunden 1:0 in Führung gelegen, haben dann aber keinen Profit daraus geschlagen. Es war ein hart erkämpfter Punkt, den wir natürlich gerne mitnehmen. Wir haben dann aber nach der Verletzung von El Shaibi den Zugriff verloren. War Rapid besser, optisch auch überlegen, hatte einen Lattentreffer. Und in der zweiten Hälfte haben wir natürlich einiges korrigiert, waren dann aggressiver, näher am Mann drauf und versuchten ein bisschen mehr zu stören, hatten ein paar Umschaltsituationen, ein paar Möglichkeiten, die wir einfach liegen gelassen haben, weil der Rapid schon einiges angeboten hätte, aber grundsätzlich bin ich mit dem Punkt schon zufrieden. Dankeschön, Manfred, für das erste Statement. Für Fragen, bitte, wir sind bereit. Florian Krüger. Trainer, du hast das angesprochen, nach der Verletzung dann die Umstellungen. Wie war das von draußen? Teilweise minutenlang irgendwie nicht kontrolliert in eine andere Hälfte kommen, weiß nicht, zählt man da schon die Pause herbei, dass man dann diese Gespräche sozusagen suchen kann und umstellen kann, oder wie war das? Ja, na klar, man versucht natürlich von außen einzugreifen, aber man hat gesehen, dass wir keinen Linksfuß mehr in der Mannschaft hatten, nachdem, was diese Woche alles passiert ist, mit Huskovic, Muskelfasereinriss, Suttner, der sich an der Hüfte verletzt hat, Marko Djuricin hat gestern das erste Mal trainiert nach Krankheit und ja, jetzt haben wir dann reagiert, weil der Mann die Fische eigentlich allround alles spielen kann und das sehr, sehr gut macht. Er hat dann am Beginn hat es ein bisschen Probleme gegeben, aber zweite Hälfte haben wir das dann einmal korrigiert und dann hat es besser ausgeschaut. Und nochmal, wenn wir nach vorn besser gespielt hätten und die eine oder andere Umschaltmöglichkeit besser genützt hätten, dann wäre da vielleicht was möglich gewesen. Aber grundsätzlich geht für mich das 1:1 in Ordnung. Fast der doppelte Blitz statt gelungen, ne? Ja, das meine ich ja mit diesen Chancen, die dann eigentlich da waren und die man dann nicht genützt hat. Weitere Fragen, bitte. Christian Hake. Ist es, wenn man so früh Führung geht, ich meine, das muss halt nicht immer gut sein, ist es so ein Beispiel, dass es eine junge Mannschaft ist und da diese Erfahrung veröffentlicht ist, vor einer Situation, einer erfreulichen Situation umzugehen? Ja, klar ist das so. Also man hat auch gesehen heute, also, wo ich absolut nicht zufrieden bin, ist einfach diese spielerische Leistung, die haben wir heute nicht gebracht. Ein paar Spieler waren gehemmt, wir haben viele Bälle zurückgespielt, obwohl die Räume da waren. Wir haben nicht die erste Lösung gesucht, haben zu langsam den Ball laufen lassen. Und das war eigentlich das Problem. So konnte Rapid eigentlich relativ leicht draufgehen und viele Räume zustellen, obwohl hinter den Spitzen und zwischen Abwehr und Mittelfeld genug Räume da gewesen wären, die wir anspielen hätten können. Aber wenn du das langsam machst, dann bringst du halt der Mannschaft nicht in Bewegung und dann kommst du unter Druck. Gibt es noch weitere Fragen? Alles beantwortet. Gut, ich sehe keine Fragen mehr. Dann sagen wir Dankeschön, wünschen schönen Sonntagabend.